Während die Medienlandschaft weitgehend von der Migrationskrise beherrscht wird, findet in Osteuropa, speziell im Baltikum, weiterhin eine militärische Hochrüstung statt. Am 25. Oktober 2015 trafen in der ehemaligen Sowjetrepublik Estland 40 amerikanische Kampffahrzeuge ein, welche auf dem Stützpunkt Tapa stationiert werden sollten. Das ist die größte Kampfbasis der NATO in Estland und liegt knapp 100 Kilometer von Russland entfernt. Im August letzten Jahres wurden von amerikanischer Seite 68 Millionen Dollar zur Aufrüstung Estlands zugesagt. Darüber hinaus wurde die Unterstützung bei der Ausbildung der estnischen Armee zugesichert. Sehen Sie sich dazu unseren Medienkommentar vom 24. Juni 2015, Kriegstreiber in Aktion. US-Transporte rollen gen Osten. Verehrte Zuschauer, lassen Sie uns an dieser Stelle ein Gedankenspiel machen. Stellen Sie sich vor, Russland würde diese Aufrüstung in Kooperation mit Mexiko vor der US-amerikanischen Grenze betreiben. Welche Konsequenzen würde das nach sich ziehen? Alles, was das Böse braucht, um zu triumphieren, sind genügend gute Menschen, die nichts unternehmen, sagte einst Edmund Burke, irisch-englischer Staatsmann und Denker. Zuschauer von KlarTV sollten aus der Vergangenheit so viel gelernt haben, dass sie in diese Falle nicht mehr geraten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Heute beschäftigt uns das Thema Kriegstreiber in Aktion. US-Panzertransporte rollen gen Osten. Geschätzte Zuschauerschaft, jetzt ist es definitiv. Die USA planen es nicht nur, sondern sie tun es. Die Verlegung von Panzern, schweren Waffen und anderen Militärausrüstungen an die russische Grenze wird umgesetzt. Der US-Verteidigungsminister Ashton Carter bestätigte bei seinem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallinn von gestern, dass der Transport von schweren US-Waffen in 7 osteuropäische Länder definitiv zustande komme. Ashton Carter ist erst seit 4 Monaten Verteidigungsminister der Obama-Regierung und absolviert gerade den ersten Europabesuch seiner Amtszeit. Die bisherige Reise Carters hinterlässt allerdings bereits eine besorgniserregende Spur von Drohungen und kriegstreibenden Provokationen. Während er in Tallinn die Stationierung schwerer US-Waffen im Baltikum verkündete, drohte er in Berlin mit den Worten: Wir werden uns Russland entgegenstellen. Deutlich lobte er zudem die Russland-Sanktionen, die die EU am vergangenen Montag, ohne nähere Gründe anzugeben, verlängert hatte. In Münster kündigte er an, die USA würden auch die sogenannte NATO-Speerspitze, eine neue, hochmoderne NATO-Blitzarmee mit künftig bis zu 40.000 Soldaten, massiv mit Waffen, Flugzeugen und Soldaten unterstützen. Russland müsse abgeschreckt werden und Deutschland komme dabei eine besondere Rolle zu. Wladimir Putin müsse aufgezeigt werden, dass er nur Russland, nicht aber Europa in die Vergangenheit zurückführen könne. Russland stelle eine große Gefahr für Europa dar. Meine Damen und Herren, Ashton Carter schürt mit seinem ersten Europabesuch den Konflikt gegen Russland auf einem neuen Level. Seine Kriegsrhetorik kann man nicht missverstehen. Allmählich wird deutlich, warum sein Vorgänger Chuck Hagel auf Obamas Druck hin seinen Sessel nach nicht einmal 2 Jahren Amtszeit räumen musste. Er wollte die Kriegspolitik gegen Russland nicht in dieser Form mitmachen. Die Stationierung von schweren US-Waffen an der russischen Grenze muss Russland genauso dramatisch provozieren, wie russische Panzer in Mexiko die USA provozieren würden. Russland sieht sich durch die USA und die Verbündeten zunehmend eingekreist und kündigte kürzlich an, als Reaktion darauf, das eigene Nuklearprogramm wieder aufstocken zu müssen. Damit kommt eine bedrohliche Dynamik in Gang, die die Hoffnung auf Frieden in Europa dramatisch schwinden lässt. Nur wenn Kriegstreiber wie Ashton Carter auch als Kriegstreiber benannt werden, gibt es für den Frieden noch eine Chance. Ein nuklearer Konflikt mit Russland ist 25 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges leider wieder denkbar geworden. Helfen Sie mit, Konflikte zu verhindern, indem Sie diese Sendung weiterverbreiten. Guten Abend.
Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk »Der bedrohte Frieden«, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens: Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens: Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens: Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens: Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens: Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens: Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens: Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens: Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens: Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens: Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens: Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens: Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt: Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.